Hallo und In your guten face, Abend. in your face. Ach, darauf hat er gewartet. Ja. Ach, das Opferkind, Yumi Hupse und euer Pitala sind wieder da und zocken Far Cry 5 weiter. Herzlich willkommen an alle, die Kuckuck. sich das anschauen wollen. Genau. Liebe Nubis, Nubissen, Nubletten und Nublonen. Bist du das? So, willkommen. Wir werden heute. Achso, genau, was machen wir denn heute? Na, auf jeden Fall haben wir ja hier in der Die letzten Folge Hauptquest, die haben wollten wir, wir. genau, wir haben ja Ion Noch Seed. kleinen Augenblick mal kurz. Ich bin gleich wieder da. Ja, also wir haben auf jeden Fall John Seed seines Lebens beraubt und wir haben jetzt den Schlüssel für seinen Bunker. Und Tatsache wäre das dann die nächste Quest, die wir dann zu machen hätten. Das Spiel ist grandios. Du kannst mit deinen Freunden spielen. Hi. So. Tausend Und Dank. was echt ärgerlich ist, dass man hier die Nebenquest nicht annehmen kann, wenn man nicht der. Oder überhaupt die Quest annehmen kann, wenn man nicht der Host ist. Aber gut. Teig mir irgendwie anders vorgestellt. Na, klappt doch. Ich freue mich, dass ich für so weit gelobt werde. Mensch, Yumi, was ist passiert? So. Wobei, da fällt mir ein, Tatsache könnte ich ja doch noch was machen. Solange wie der Hopse nicht da ist, werde ich mal hier mir einen Vorteilspunkt holen. Nämlich fliegen mit einem Wingsuit. Mir fehlen nämlich nur noch 75 Meter von den 2000. Und das wird sich ja wohl machen lassen. Von hier oben. Und? Takedowns? Nee. Das sind dann immer noch 18 Meter. Er steht ja da eh so rum. Was ist passiert? Stromleitung?
Mensch, wer hätte gedacht, dass das Spiel so realistisch ist? So, wie? Ich sag dir nicht, was ich schon alles gemacht habe. Und WB. Auf jeden Fall steht hier ein dicker Truck. So ist das gut. Was kackerst du denn vor dich hin? Ach, guck's dir einfach. Guck's dir einfach hinterher mal an. Ich sehe dich nicht auf meiner. Na, ach da, wo warst du denn? Ich war in der Geisterwelt. Nee, sag doch mal bitte, was hast du denn gemacht? Also, da du ja nicht da warst, habe ich, also Friendly Feuer ist ja aus, also Friendly Fire auch ausgesprochen. Ja. Allerdings kann man dich trotzdem überfahren. Und damit ich auch ganz sicher bin, dass das nicht nur Zufall war, musste ich das natürlich zweimal machen. Und dann habe ich mir noch gerade zwei Vorteilspunkte geholt. Gerne, weil wir haben ja immer noch diese 75 Meter mit dem Wingsuit gefehlt. Und dann bin ich hier von dem Wasserturm einmal runtergehopst und dann haben mir immer noch 18 Meter gefehlt. Also bin ich noch ein zweites Mal runtergesprungen und dabei bin ich dann leider in die Strommastenkabel geflogen und dann war ich plötzlich woanders. Läuft bei dir. Okay, was war denn jetzt eigentlich unser Plan? Warte mal kurz, ich muss mal kurz gucken. Ja, guck mal kurz. Jetzt mal ganz ehrlich, wir haben hier diese Region südöstlich noch gar nicht erkundet. Ja, hier sind noch einige Prepper-Verstecke. Und wir haben hier auch noch Quests. Guck mal kurz aus deiner Karte hoch zu mir. Machst du schon? Wolltest du mich gerade echt... Och, Kacke. Ich hab gerade... Hast du mich gerade rausgeschmissen? Nee, du hast ein Visier. Oh, verdammt. Trotzdem konnte ich gerade so noch... Trigger noch an mir vorbeifahren. Ich bin traurig. Na, ich bin sowieso noch entkommen. Also so ist nicht... Also du bist... trotz DC weitergefahren. So, wie kann ich denn jetzt hier in dein Game halt drin hüpfen? Weiß ich nicht. Hast du nicht P für Party? Ja doch, aber wenn ich darauf drücke, dann macht er nur eine eigene Party auf. Nee. Die Party musst du ja erstellen. Wenn du auf P drückst. Ja, ja, aber dann kann ich ja nur dich einladen. Verstehst du? Aber laut, wenn ich es richtig verstehe, dann müsste ich ja sehen, dass du im Game bist und dass ich dann einfach dir joine irgendwie. Ne, man hat doch zwei Möglichkeiten, oder? Wenn du bei mir da mit rechte Maustaste draufklickst, ist ja dann nicht irgendwie Join Group oder sowas. Also ich hab hier Invite to Game. Nee, ja, das ist. Das normaler. Set Nickname, Invite to Game. Add to Group, nee, in Group. Invite, komm ich zu dir. Nee, du sollst nicht zu mir kommen, weil wir müssen unsere Story weiterspielen. Ja. Schon klar. Achso, ja. Das ist gleich. So, ihr seht, wir stellen uns hier schon wieder total noobig an. Du hast mich invited, das ist schlecht. Ja, dann drück auf Abbrechen. Geht nicht. Doch, mit Shift F2 musst du drücken. Nee, dann ist doch. Dann kommst du in den Overlay-Menü und dann kannst du auf Abbrechen drücken. Ja, egal. Dann komm du. Schon seit so. Ja, weiß ich auch nicht. Ja, dann, wie gesagt, ja, da bist du doch. So. Ach, wie ärgerlich, das wäre so geil gewesen. Ach, da bist du ja. Dach.
Nee, gut. So, also, wie gesagt, südöstlich. Mhm. Map. Da haben wir hier noch einige offene Sachen. Mhm. Wir haben ja allgemein noch einige offene Sachen. Also zum Beispiel auch hier in Falls End gibt es auch noch eine Nebenquest. Direkt hinter dir. Die man annehmen kann. Ist im Haus. Übrigens. Ich hab keine Tür hier vor. Probier's aus! In dem Spiel kannst du deine eigenen Level erstellen. Weißt du, was diese Stadt braucht? Eier. Eier braucht die Stadt. Jetzt. Wir müssen die Bewohner hier aufwittern. Bring mir das Eierfeuerzeug aus der alten Scheune. Ein Eierfeuerzeug. Ich kann dir gar nicht genug danken, dass Eierfeuerzeug, oder? Geworden bist. Dein schattiger Freund. Eierfeuerzeug. 1000 Meter. Wir nehmen den Truck. Hm. Was will sie denn eigentlich? Nehmen wir die mit? Kann die irgendwas? Nee, die will nur reden. Ich muss schon sagen, Deputy, den Truck meines Vaters wiederzusehen, weckt wirkliche Erinnerungen. Ach, da haben wir die Quest noch gar nicht abgeschlossen. Ich habe früher immer hier gestanden, wenn er nach Hause kam und winkte ihm von Weitem zu. Du hast definitiv den Schneid, ihn zu fahren. Und wichtiger noch, du hast das Herz. Mein Vater hätte dich gemocht. Will die mich heiraten? Wenn du den Witwenmacher mal fahren willst, musst du nicht erst fragen. In der Zwischenzeit halte ich die Ohren offen und lass dich wissen, wenn sich etwas ergibt, das sich für dich lohnt. Alles klar. Okay. Alles klar. Danke nochmal, Deputy. Bitte. Jo. Haben wir echt noch nicht abgeschlossen, ja. Gut. Praktisch. Er hat übrigens auch noch eine Quest, ne? Bei ihrem Opa im Keller. Sie wohnt bei ihrem Opa Jedenfalls im Keller. Jedenfalls ist sie stinksauer, weil die Sekte ihre wertvollsten Sachen mitgenommen hat. Ich frag mich, was das war. Nadine Abercrombie. Wo hat sich denn die eröffnet? Heinz Scheune. Ah ja, okay. Gut. Na los, erstmal die Eierpfeile-Sachen. Erstmal die Eierpfeile. Wandet. Ich bin immer der Meinung, dass man hier vielleicht irgendwie Turbo drücken kann. Was? Was gerade abgehört? Was? Dass man hier irgendwie Turbo drücken kann. Übrigens. Und warum? Hörst du mich? Ja. Hörst du mich? Ja. Warum kriegen die den Radiosender nicht aus? Das ist ja nervig. Nur wir haben Lex. Schießen, Leute. Das ist jeder von uns gut. Deputy, John Seed und seine Schergen haben fast unsere gesamte Treibstoff abgezapft. Kannst du ein paar Tankwagen von Eden's Gate kapern und nach Falls End bringen, bevor es richtig ernst wird? Damit hältst du sie auf und uns am Laufen. Den Hubschrauber krieg ich. Wissen ja. Ach, da. Bin schon erledigt. Sieht aber nicht so aus. Nee, doch nicht. Ja, tot. Ich auch. Ah ja. Hey! Scheiße. Sache, wir haben viel zu schnell die Hauptquests gemacht. Was? Okay, aber ich habe auch mein MG nicht. Ja, ich muss mein MG. So, ja, nun schon mal ja nicht. So. So. Jetzt sieht's anders aus. Es fühlt sich auch gleich schon viel besser an. Wen siehst du nicht? Guck mal, ist das hier drüben was, was wir kaputt machen können? Nee. Aber da ist so ein Zeichen dran. Naja. Na gut. Greg,
Ist irgendwie ein Quest in der Nähe? Weiß nicht. Rechts von uns? Du, ich sehe mit der MG nix. Sieht so irgendwo voll. Ja, dann fahr doch da hin, ja. Ist ja egal. Wir sind da! Ganz ruhig, ganz ruhig. Jetzt hat er wahrscheinlich schon wieder die Hälfte der NPCs, die uns das Leben abschneiden. Die Tür ist offen! Hin, Söhnchen. Hey, sieht aus, als hättest du einen starken Rücken und kräftige Beine. Was wollte ich sagen? Oh, ich heiße Wendell. Wendell, ja, okay. Redler. Aber die meisten nennen mich Red. Darauf wurden wir schon hingewiesen. Normalerweise keinen Fremden so anquatschen, aber zu oft ein bisschen geraucht. Ein paar von uns haben gemeinsam in Vietnam gelebt. Deshalb ist er ein bisschen durch den Wind. Du kannst dir nicht vorstellen. Was hier in diesem... Beruhig dich mal! Hör mal auf ihn zu zählen, bricht die ganze Rederei ab. Lass mich nachdenken. Wo war ich? Ja, siehst du, jetzt fängt er wieder von vorne an. Ein paar von uns haben gemeinsam... Ach, verdammt. Du kannst dir nicht vorstellen, was wir in diesem Dschungel gesehen haben. Also haben wir uns geschworen, dass wir bereit sein werden, so etwas jemals in unserem Land passiert. Wir haben eine ordentliche Sammlung zusammengestellt. Waffen, Munition, Ausrüstung. Wir haben sie unseren Freiheitsfonds genannt, weil uns das unsere Freiheit bis zum Tod garantieren sollte. Aber das ist lange her. Und der Einzige, der jetzt noch lebt, bin ich. Ja, nur heute noch nicht. Die Ausrüstung ist sicher. Ich will die M79. Aber wir haben die Kombination unter uns aufgeteilt. Oh, toll. Wir haben jede Zahl in unsere Sturmfeuerzeuge eingeritzt. Wäre ich 10 Jahre jünger, würde ich mich selbst auf die Suche machen. Aber jetzt würde ich einfach sinnlos dabei draufgehen. Ich brauche deine Hilfe, die Feuerzeuge zu finden. Bring sie zu mir. Was machst du für Geräusche? Du darfst dir was aus dem Vorrat geben. Verdammt soll ich sein, wenn ich zulasse, dass diese Sekte mein Land niederbrennt. Boah. Und ich wollte die ganze Zeit hier den Teller zerschießen. Gut. 12 Feuerzeuge. Nee. Erstmal sammeln wir Eier. Ich sehe echt nichts mit der MG, ne? Guck mal zu mir. Sieht man nicht, dass die genau von meinem... Nee, sieht man nicht. Ich sehe nichts. Brauchst du Hilfe? Nö, nö, alles. Soll ich irgendwann rückwärts fahren? Ich hab ne MG. Hey, da unten! Wo denn? Wieder von der Luft. Und tschüss. Was war denn das? Ein Tanklaster? Lebst du noch? Nö. Nee, scheinbar nicht. Das war doch aber ja kein Tanklaster. Naja. Vielleicht war der einfach nur schnell genug. Hm. Sag mal, kann das echt sein, dass wir innerhalb von 10 Minuten sind? Nein, es sind jetzt schon 20 Minuten. Oh Gott. Warte, der Teller steht wieder da. Nee. So. Jetzt ist der Truck weg. Jo. Ne, ist egal. Der hat uns auch kein Glück gebracht. Das stimmt allerdings. Komm, wir laufen. Ach, hier ist der 100 Meter. Wer fällt ein? Naja. Ah, oh, da ist noch ein Nebenquest. Oh, Das haben wir gut gemacht. Gebrochen. Aus Versehen. Du hattest verdammtes Glück, aus dem Bunker zu entkommen. Übrigens kann man Dynamit und so selber basteln, ne? Jo. Der Teig auch heute erst rausgefunden.
Warum rennt der denn weg? Rodmans Haus ist eine richtige Festung. Wenn ich Hilfe benötige, würde ich dahin gehen. Sieh dort mal vorbei. Vielleicht können Sie Unterstützung brauchen. Das lohnt sich nicht. Wer wo? Drapman und sein Haus. Ich kann nicht schwimmen. Die MG ist so schwer. Das. Was schießt denn da schon wieder? Komm von vorne. Da wird doch nicht nur geschossen, da wird doch gestorben. Los! Ich rette, du killst. Was? Na, ich halte sie am Leben und du killst. Oh nein. Ich kann so nicht abtreten! Also, entgehen mit Schalldämpfer ist schon mal toll. Gib mich doch nicht auf! Mir geht's gut. Wer hat uns denn im Visier? Ich weiß nicht. Bin ich schon wieder abgehackt? Nö. Aber wo zielt der denn hin? Kannst du mal mit Fernglas rausholen? Achso, da. Was zielt der denn? Auf die Vögel? Na, dann holen wir sie mal vom Himmel. Sind das Adler? Oder sind das... Ne, sind wieder Geier. Geier. Ja, ist doch gut. Was macht denn der? Das hast du gemacht. Damit die Sekte gleich wieder ordentlich aufmerksam auf uns ist. Jetzt quatsch ihn doch mal an. Hey, na, kann ich nicht, wenn der schießt. Einer der scheiß Geier hat den jetzt. Schlüssel zu meiner Scheune verschluckt. Ist eine lange Geschichte. Sag mir einfach, dass ich... Also, da ist der letzte Konvoi. Na los, rennen in die Hütte. Hier haben wir ein Auto. Der Truck wäre mir lieber, aber gut. Ey, kack doch noch. Ich weiß, der Truck wäre mir trotzdem lieber. Denn ich kann hier nur Dosen werfen. Ach ne, aber nee, stimmt ja nicht. Naja, ne? Siehst du. Gut gemacht. Boah, 1500. Wieder zurück. Wir brauchen den. Naja, halt den und so. Fahren wir wieder zurück zu dem. Ja, ja, ja. Wir müssen Geier killen. Ich dachte, er schießt die. So. Na, hast du ja gesehen, wie erfolgreich das war. Schieß lieber auf die Adler. Ich sehe sie nicht. Doch da hinten. Ja, die finden wir nie wieder. Wenn ich die da hinten erschieße. Sammelst du? Ich geh mal sammeln. Frage ist, ob ich die sammeln kann. Ja, genau, das ist wieder die Frage. Ja, aber zumindest schießt er nicht mehr. Hast du... Wo war denn der jetzt? Scheiße, hab ihn verloren. Wo hast du den denn eben gefunden? Den da hinten, da, hinter den Felsen. Jo. Er sind aber auch nicht... Ne, das war aber nur Federn. Aber er sagt, wir sollen mit ihm reden. Wahrscheinlich muss man bloß eine bestimmte Anzahl. Ja, außerdem kann ich doch hier jetzt Schloss knacken.
Nicht, dass er dich denn erschießt. Du bist mein Retter. Hör zu, der Anhänger ist schon an meinen Truck in der Scheune gekommen. Ich lass Casey wissen, dass du kommst und dieser kleine Vorfall bleibt. USA! USA! Du bist gar nicht mit? Ist mir auch egal. USA! USA! Machst du gar nicht. Scheiße. Schade, Moment. Was soll ich zerstören? Na, nischt. Wen? Zerstörer Schloss in der Scheune? Um die Scheune zu öffnen? Hey! Hast du? Jo. Wie bist du nur reingekommen? Heik aufgemacht. Heik geknackt sozusagen, die Kiste. Und wo soll man das hinliefern? Na, zurück nach Falls End. Warte mal. Diesmal fährst du. Niemals. Sind ja schon wieder Wespen. Mit den wichtigen Lieferungen, das soll ich machen, ja? Na klar. Warte, ich muss immer rumklettern. Und fahr nicht gleich vollwärts los. Ich muss. Gut. Hab ich auch so hingekriegt. Testikelfestival. Das sind tatsächlich keine Hühnereier, mit ihr meint. Nee, nicht erschießen. Den Fahrer und wir sollen noch die Tankwagen umgehen. Ach so, ja. Kannst du vielleicht machen. Zum Hänger lehnt sich ja schon schön. Ja, schießt den Fahrer so bald in den Warte, ich bin rausgesprungen. Oh, hinter uns auch. Oh, oh. Du entfernst dich zu weit vom Missionsziel. Ich muss hier bleiben. Ich kann leider nicht weiter zu dir. Oh, oh. Kappen. Assen, ja? Ja. Der brennt nämlich schon irgendwie so ein bisschen lustig, der... Na denn... Ja, scheiße. Warte mal, ich guck mal ein Stück zurückgefahren. Dann kann ich den vielleicht heile machen. Das machst du so. Leider... fährt sich das mit so einem Anhänger rückwärts. Also, Real Life kann ich das besser. Hauskind, du bist ja auch noch da. Oh. du solltest dann auch den anderen Wagen reparieren. 3000 Wörter. Meine Güte. Das ist ja ein ganzer Satz. Oder zwei oder drei. Na, kommt auf die Komma-Anzahl an. Ich fände das gut, wie der so an so einem Tanklaster rumschweißt. Finde ich auch. Und er fährt trotzdem nicht. Doch. Aber nur vorwärts. Weißt du überhaupt, wo wir die hinbringen müssen, die Tanklaster? Nö. Aber im Zweifelsfall erstmal nach Falls End. Oh oh, da hätten wir schon wieder eine Straßensperre. Ich steck gleich aus. Ja, Tatsache ist es so, wenn man zu lang irgendwelche Sachen schreibt, dann liest sich das keiner mehr durch. Das wird ja geil, dass ich die MG als Scharfschützen. Wash away your shame.
hoch. Was denn? Der Pickup ist vor mir umgedreht. Jo. Super. Schauen wir. Wenn jetzt nicht nur Straßensperre kommen. Wer war denn jetzt der mit der Eierparty? Ja, da hinten war doch da der gelbe Ding. Hier in Spread Eagle. Der Koch. Ich hab jetzt die gelbe Ding hier. Ja, wo ist denn das? Okay, warte mal. Stecken wir nochmal ein. Ich glaube, du musst hier hinten rumfahren. Wo hinten rumfahren? Dann fahr du doch einfach genau. Mann. Jetzt zeigt er mir auch an. Das ist ja witzig. Und gerade hat er mir die ganze Zeit mal den Anhänger angezeigt. So. Sehr gut. Läuft so uns. Huch, was ist passiert? Ach, ihr habt wieder Kohle. Kling, ching, ching. Warte, so, hier, der hat noch eine Nachfolgequest für uns hier. Geh du mal die Quest holen und ich geh mal gucken, wo die LKWs hin müssen. Wir machen jetzt eine Quest für den Koch. Na klar. Ich hab die Quest nicht mit den Tanklastern. Soll ich die Quest annehmen? Welche denn? Na klar. Ja. Was? So, jetzt muss ich mal kurz gucken hier. Wie heißt denn die Quest mit den Tankwagen? Die Siedlos haben wir immer noch offen. 8 von 14, na gut, okay. Verbessere deine Angriffsfähigkeit? Achso, das. Feuerzeuge. Achso, der Judge Age. Ey, den müssen wir auch noch jagen. Stimmt. Und der ist ja nicht so weit weg. Also, ich hätte gedacht, dass der weiter weg ist. Ja, wollen wir erstmal den Elch machen. Ja, na, denn los. Hab ich den schon markiert? Also. Haben wir noch ein vernünftiges Fahrzeug? Na, der Truck muss da irgendwo hier stehen, oder? Steht aber nicht. Dann auf zur... Genau. Ja, ich kann nicht. Nee, ich weiß. Ja, schon mal. Wir hätten gern. Kann den da nicht rufen? Ach doch. Na, doch, da ist er. Juhu. Na, was zu verkaufen? Federn.
denn? Ja. Schon mal mit den Trucken Elche jagt? Na, irgendwann ist immer das erste Mal gewesen. Stimmt allerdings. Wo ist denn der Elch? Wo ist der Achter? Schon wieder kein Wegpunkt hier. Nee, gibt's auch nicht. Wir müssen bis da fahren und dann den Rest zu Fuß, weil das im Wald ist. Also, du kannst natürlich durch den Fluss fahren, aber. Aber da wäre ein Flugzeug fast besser. Gut, wir fahren erstmal hier Hauptstraße lang. Ja, das ist eine richtig geile Kiste. Mit eingebauten MGs. Ratatatata. Fahren wir in die richtige Richtung? Ein Hubschrauber. Warum hast du den nicht gleich abgeschossen? Ne, weil ich nicht schnell genug gedrückt habe. Mach und was! Flieg schnell weiter! Meine Lauf schnell weiter. Digga, fahr doch mal. Ich bin nicht im. Im LKW. Warte, jetzt bin ich gerade wieder eingestiegen. Geh raus! Raus, raus, da ist eine Granate. Na, weil wir können, Hauskind. Weil wir einfach nur können. Ach nee, nicht können. Weil wir nicht können. Ich sehe nicht mehr durch. Wer schießt denn hier? Kumpels von uns. Die haben uns den Arsch gerettet. Hinter uns stand einer mit der Panzerfaust. Gut. Na, guck mal. Sah gut an. Warte, ich bin noch beim Reparieren. Ich merke es. Das Ding hat ordentlich Hitpoints, kann das sein? Was ist denn jetzt schon wieder? Da vorne ist jetzt. Oh. Naja, ging daneben. Ich glaube, die Granaten, die momentan noch haben, haben echt eine kleine Range. Sehen die denn im Detonationsradius? Ich lebe mich ran. Das stimmt allerdings, wenn man dann bei BDO erstmal so weit ist, dass man. Also, ich meine, man grindet am Ende ja sowieso nur noch so viel, sehr viel. Das sind unsere Leute, ja? Ich, ja. Oh, Flugzeug. Warte. Save me, baby. Ich glaube, der ist sich angesprungen. Oh, nee. Aus dem Flugzeug raus. Stimmt, der hat auch ein Wurfmesser in der Hand gehabt. Der wollte mich echt schnetzeln. Er hat zu viel Filme geguckt. Absolut. So. Rambo oder? Wahrscheinlich. Achso, wir müssen jetzt sowieso den Truck stehen lassen. Mhm. Also müssen nicht. Doch, doch. Wir können auch testen, ob der vielleicht schwimmt. Bitte, bitte, bitte. Klatsch. Andere Frage? Also ich würde ja am Fluss immer mal ein paar Angeln einwerfen, damit wir ein bisschen Kohle verdienen. Aber das wissen wir jetzt natürlich auch nicht. Jetzt müssen wir erstmal den Überelch müssen wir hier. Ja, der fängt sich doch von alleine.
Wir hätten wirklich mit Flugzeug fliegen sollen. Hast du irgendwas markiert? Mm-mm. Wir wurden markiert. Komisch. Ja, wahrscheinlich. Schon wieder so ein Geräusch gehört. Nicht nur du. Komm, wir nehmen erstmal eine erhöhte Position ein. Ja, du kannst es ja machen. Ich renne wild im Kreis. Wie immer. Ich meine, ich weiß ja nicht, der Elch ist ja jetzt an und für sich jetzt nicht zwingend der Fleischfresser, aber vielleicht kann man bei dem ja doch einen Köder auswerfen, ein Stück Fleisch, wenn es ein wilder Elch ist. Ich glaube nicht. Also, nee. Huch, schießt du auf irgendwas? Oh. Auf was denn? Auf eine Hirschkuh, damit ich Köder habe. Hä? Wo sind die hin? Den Kadaver nicht finden, bringt das auch ja nichts. Wir brauchen unbedingt einen Jagdhund. Ich bin mir ja nicht sicher, ob du die überhaupt getroffen hast. Also von meiner Perspektive sah es so aus, als wenn nicht. Ja, na, dann kann ich es auch nicht finden. Das ist ein Wolf. Jetzt ist er weg. Also, erlegt. Bist du gut? Doch, wir haben den Hund rekrutiert und der ist uns dann leider... Wir haben den Hund sterben lassen. Er ist verstorben. Hirschi, wo bist du? Hirschi, Hirschi, Hirschi. Also wenn du einen Hasen siehst, dann kill den, ja? Einen Hasen brauchen wir noch. Ich hab doch noch ja keinen Hasen. Naja, wir brauchen bloß einen. Wir haben weder noch keinen Hasen. Also ich möchte dazu sagen, dass Oh ja, oh, ich hab mir... Oh wei, oh wei, oh wei. Die werden ja nicht markiert. Ich glaube, die drehen richtig durch. Das ist ja nicht nur einer, das ist ja eine Herde. Das ist ja eine Horde. Gut, ist egal, ich hab MG. Und ich hab, ich will, warte, ich muss auf jeden Fall hier Dynamit bereithalten. Damit fangen wir auch an, würde ich sagen. Jo. Kann ich schießen? Ich kann nicht schießen! Ich kann nicht schießen! Ja, die sind nämlich ja nicht alle echt. Was für eine Scheiße! Ich hier gerade schön verschwendet, ey. Was hast du denn geschossen? Na, auf Elche und Bären und so. Da hinten ist eben Elch, der brennt. Fick die Scheiße. Der brennt. Der kämpft gegen den Bären, obwohl er brennt. Das scheint der Richtige zu sein. Das ist der Richtige. Jo. Jawoll. Der Bär ist aber noch da. Der Bär? Doch. Jetzt nicht mehr. Ne, der rennt aber weg. Nee, den können wir gleich auch nochmal erhäuten. So. Wo hast du den abgelegt? Den Bären? Ja. Hier irgendwo. Hier oben. Siehst du mich? Bin ich. Scheißenring. Ich glaube, wir haben was falsch gemacht. Ich hätte den nicht mit einer Granate erlegen dürfen. Ja. Ihr habt nämlich nur noch beschädigtes Zeug. Und Elchhaut hatten wir noch nie. Nee. Ist auch eine der Quests, also der Herausforderung. Ja, tut mir leid. Nicht dein Problem, ich hab ja auch gesagt. Wirf
Wirf die Dynamitstangen. Ich hatte echt Angst, weil der hat gebrannt, ne? Also der hat gebrannt und hat dabei noch gegen einen Bären gefightet. Das fand ich schon ein bisschen erschreckend. Und ich hab meine MG-Munition ist leider alle. Hier hinten lag Munition, aber ja, wo? Ja, hier so. Quatsch. Genau, alle, die hier noch Fragen haben, wie jetzt das liebe Hauskind zum Beispiel, diese weißen Blumen hier, also vielleicht nicht die, aber hier hinten irgendwelche und dann irgendwelche Fässer, die vernebeln einem die Sinne. Das soll der Effekt darstellen. Und Tiere, die damit in Berührung kommen, die, die drehen dann halt auch so ein bisschen durch. Also eigentlich sollte das so ein bisschen Halluzination genauer darstellen. Und, wo soll denn hier Munition sein? Hier ist nirgendwo Munition, Scherzkeks. Das war denn doch hier irgendwo. Wo war denn die? Das war eine Halluzination. Das kann sein. Ach, hier wart. Ist ja nun ganz andere Ende. Naja. Okay. Oh ja. Okay. So, was ist denn unser nächstes Ziel? Du bist unser Zielvorgeber. Achso, muss jetzt, haben wir überhaupt ja noch gar nicht rausgekriegt, weil was das mit den Trucks auf sich hat. Wollten wir nur noch rausfinden. Ja, das finden wir irgendwie unterwegs mal raus. Okay. Dann machen wir jetzt. Gute Samariter hier. Nee, oder was machen wir? 2600, 3000. Boah, alle zu weit weg. Doch, denn den hier. Machen wir das. Guter Samariter. Da wird schon wieder irgendjemand erschossen. Ich kann das nicht gut heißen, wa? Ich auch nicht. Ziel berauschen lassen, ja, ja. Wenn das denn endlich soweit ist, dass die Effekte aus dem Spiel auch direkt auf den Avatar übertragen werden. Ja, ich weiß, dass der Avatar im Game ist. Ich habe gerade die ganze Zeit überlegt, ob ich dazu jetzt was sage, aber... Nein, das war wieder... Ich habe wieder mein Level erreicht. Ey, das ist total geil. Komm mal her. Wohin denn? Die hat doch hier ein Ausrufezeichen gehabt. Die liegt aber halb vergraben. Im Gras. Und ich kann sie nicht ansprechen. Voll geil. Die liegt hier voll und ihr wachsen schon Bäume aus dem Bauch. Da wollte sich ihn anschleichen. Jetzt ist sie so aufgestanden. Na, siehst du? Die hat sich versteckt. Leuten bei der alten Radonmine Befehle zubellte. Aha. Guy Marvel. Na gut, egal. Da war ein Wolf. Du bist ja weg. Alter, wie großzügig ihr heute seid. Alle beide. Hoch. So, ich hab noch erwischt. Bin eh voll. Ich hab noch erwischt, Nützt ja auch nischt. Bist nämlich auch voll. Logik nicht. Hier liegt da. Nur schaut. Hehe, hehe. So. Sag mal, halt hier mal eigentlich... nach Adlern Ausschau. Also erstmal hier in der Nähe ist ein Geschäft, da verkaufen wir erstmal. Und dann haben wir eigentlich die Wölfe jetzt schon voll? Ja, oder? Jo. Das würde mich jetzt auch wundern, wenn nicht. Und guck mal, geradeaus ist denn noch so ein Außenposten, den wir befreien können. Geradeaus? Wollen wir da echt hin? Jo. Weil ich werde mir nämlich jetzt eine neue Waffe kaufen. Weil diese Winchester, die mir richtig auf den Sack. Doch nicht so begeistert, ne? Nee. Tatsache nicht. Wieso denn nicht? Keiner weiß es. Doch, ich weiß es, weil die hat nämlich nur 4 Schuss. So, und da ich mir ja hier
keine anderen Waffen kaufen kann, außer diese Prestige-Scheiße, mag ich das jetzt auch. So. So eine schöne AK-MS. Das verstehe ich schon wieder nicht. Warum kann ich diese blöde Nahkampfwaffe nicht... Ich hab eine Schippe. Wie kann ich denn die Nahkampfwaffe... Ach so. Das verstehe ich. So. Ist wieder keine Kohle. Macht aber nichts. Peggy, dann hast du bei mir schon mal einen Stein im Brett. Hauskind, das stimmt. Sniper-Wehr ist wirklich das Beste, aber wenn man denn mal auf Konfrontation geht, dann kann auch so eine AK sehr nützlich sein. Und vor allen Dingen, wenn die Munition denn vom Sniper alle ist und man dann wirklich nur noch die Winchester hat und dann alle vier Schüsse nachladen muss. Und ich meine, dass wir schon nicht die hellsten sind. Das hast du jetzt gesagt. Ja. Achso, wolltest du jetzt den Außenposten einnehmen? Ja, der ist ja nur noch 170 Meter weg. Und danach, gehen wir hier zurück zum Fluss und schnappen uns das Wasserflugzeug. Oh, das geht ja gut. Jo. Ja, da irgendwas schießt auf mich. Oder was du willst. Nein. Naja. Wenn du schon so Nein sagst. Ich warte wirklich nicht. Ich hab's aufgezeichnet. Ich habe übrigens gelernt, wenn man so einen Außen hier Posten einnimmt, ohne dass man den Alarm auslöst, dann kriegt man dafür Kohle. Was? Kohle? Ja, Geld. Na, dann geh mal ein bisschen auf Tauchstation jetzt. Wir haben eine neue Begleiterin? Nö, eigentlich nicht. Siehst du irgendwo, wo der Alarm ist? Ach, da war zweimal Alarm, scheiße. Dreimal sogar. Ich geh mal eben mal rum ums Haus. Ja, hast du so viel Geduld noch? Ja, ja. Kann man die ausschießen, die diese Lautsprecher da, oder wie funktioniert das? Nö, ja nicht. Also, ich weiß nicht, da du musst Alarmmanipulator sein oder so. Alarmmanipulator. Naja, heißt es halt. Kann ich doch nicht dafür. Sehr gut, sehr gut. Mann, sei doch nicht so empfindlich. Doch, bin ich. Bin ja gerade voll aufgeregt auf Mission. Mission Impossible. So, mein Digga, ich bin dir gegenüber. Ich weiß. Die Frage ist, ich weiß noch nicht, von wo ich angreifen soll. Na, warte mal, ich muss hier erstmal noch markieren. Also eigentlich kann man nicht... Wollen wir mal testen, einfach die auszuschießen, die Alarme? Die gelben Kästen? Mit... Gelben Kästen? Ein Alarm übrig? Ich weiß nicht, worauf du geschossen hast. Eigentlich nur auf den Alarm. So. Sind alle Alarme aus? Jo. Perfekt.
Oh oh. Da siehst du. Kein Alarm. Da siehst du, wissen wir doch, wie wir das machen. In Zukunft. Aber warum waren die jetzt alle so schnell down? Hast du die alle platt gemacht? Ja, ich hatte gerade einen Lauf. Ey, ich hab gerade leider voll gefehlt. Mir ist auf jeden Fall aus dem hohen Gras hier so Insekten-Zombie hier vor die Latte gesprungen. Ich hab's gesehen, aber ich konnte nichts machen, weil ja, gut. Er hinterm Haus war. Ja. Und wir können unsere Leute endlich wieder mit frischen Mahlzeiten versorgen, falls wir die Rinder wieder einfangen können. Ich suche nach einem Kuhflüsterer. 5 neue Orte entdeckt. Sie haben mich auch zum Sünder gemacht. Hatten wir den Löffelstörer schon? Jo. Ja. Stehst du da so? Ja. Ich hatte gerade auf der Map geguckt. Ja, der da draußen steht, der mit einer Nebenquest. Ich bin hier gerade noch dabei, alles Mögliche einzusammeln. Sammel. Ich suche nach einem Kuhflüsterer. Er will einen Kuhflüsterer. Hey, ich will dir was sagen. Bist du erledigt? Also los jetzt. Ich will nicht tatenlos zusehen, wie noch ein guter Mensch stirbt. Wollen wir ihn anheuern? Ja. Ach Quatsch. Richtig gut, wie du das alles von der Sekte zurückgeholt hast. Zum Glück haben sie die Farm nicht zu sehr beschädigt. Aber sie haben jede Menge Vieh getötet. Einige der Kühe laufen noch ziellos auf den Feldern rum. Kannst du sie zurück in den Stall bringen? Kühe? Du musst sie ein bisschen aufscheuchen. Schmeiß einen Stein nach ihnen oder so. Oder gib ihnen einen Klaps. Sie werden vor dir weglaufen. Aber dadurch kannst du sie dahin lenken, wo sie hin soll. Ey, werde ich keine Kühe jagen, oder? Wie weit sind die weg? 95. Ja, 95 Meter können wir aber machen. Kann man machen. Ja, ganz kurze Ufer. Na gut. Da laufen sie auch schon. So, siehst du. Aber in die falsche Richtung. Ja, die sind doch hier auf der Koppel. Da ist ein Stier. So. Also das, wo sollen sie denn hin? Weiß nicht. Ach da, 46 Meter in die Richtung. Ich werfe einen Stein. So. Kühl schubsen. Das können wir. Mal Becky gelernt. Absolut. So. Kein Wunder, dass sie abgehauen sind. Ist ja alles im Trog. Hier ist ein Hubschrauber, das ist schon mal gut. Echt? Jo. Haben wir hier noch nur irgendwas zum Rauben? Also nicht Rauben, Borgenleihen. Beschlagnahmung. Vorübergehend an uns nehmen. Wo siehst du denn? Hier oben ist er, hier oben ist er. Warte, der ist safe oder was? Jo. Sehr gut. Heute hier morgen den Tresor aufgebaut. Da ist es wieder. Hier ist ein Schlüssel. Ich hab einen Schlüssel. Schlüssel? Falls wir irgendwo einen Schlüssel brauchen. Der lag hier auf dem Bett. So. Hast du dir die wieder geklaut? Den Schlüssel? Jo. Nee. Das ist fantastisch. Beste. Es kommen ständig neue Sachen hinzu. Haben wir hier noch Quests? Nee. Aber ich frage mich, wo der Schlüssel passt. Wo passt dieser Schlüssel? John dreht durch. Ey, komm, wir können hier mit. Ach nee. Das wäre auch fies. Was denn? Ach, nischt. So, machen wir jetzt hier die Quests an, hier die nächste, und dann fliegen wir hier mit Hubschrauber dahin. Na, ich weiß nicht, wollten wir nicht da oben hin? Wohin? Ja, jetzt hab ich's vergessen.
Ja, hier 1000 Meter oder so noch. 1500? Na, wollten wir doch machen. Ja, na, klick mal an die Quest, ich seh mich. Na, ist an die. Klick. Nee. 1072 Meter in die Richtung. Achso, ja, aber klick mal mit links an, nicht mit rechts nur. Genau. Und das macht es besser jetzt? Nee, weil jetzt habe ich oben links halt eine Quest zu stehen, verstehst du? Ah. Halt! Boah, du hättest mir beinahe gerade den Kopf rasiert. Oh, und da geht's auch schon los. Jo. Der ist nicht bewaffnet. Das mag ich nicht. Ist jetzt nicht so schlimm. Wir wurden gesehen von irgendwas? Ja, ja. Was war denn das hier für ein Haus? Weiß ich nicht. Na, halt ein Haus halt. Riddlers Haus. Red, der Bekiffte. Ach so. Da geht's ja ab. Partner wurde entdeckt. Zu meinem Freund. Fliegen wir ein bisschen höher, dass wir auch abspringen können. Abspringen können wir auf jeden Fall. 3, 2, 1 und los. Jo. Leise angreifen, abdrehen, abdrehen. Ach, die haben dich schon gesehen, ne? Nee. Ja. Aber wir standen wieder sicher im Wald. Das war ja nicht mal so verkehrt. Alles klar. Das machen wir jetzt besser. Ich wage zu bezweifeln, aber okay. Sei vorsichtig, wenn du zur Schweinefarm der Woodsons kommst. Wenn die Sektenleute dich sehen, töten sie die Geißeln. Du musst leise angreifen. Das erhöht ihre Überlebenschancen. Ich gehe wieder auf der andere Seite. Also ich bin hier links hoch. Na, dann jeg rechts rum nach. Vier Ziele? Mehr als vier, oder? Mehr kriege ich nicht auf Radar. Das ist ein Flammenwerfer-Typ, B-Boy. Naja. Also ich hab nur vier Ziele. Achso, hier vorne. 1, 2, 3, 4. Okay, ich bin soweit. Gut. Ich schalte vorne den im Haus aus. Jo. Warte, noch nicht. Du hast schon angefangen? Nee. Okay, na, dann. Aber wir sollten. Los. Ich hab schon angefangen. Mann, Alter. Jo. Wartet? Ja, okay. Befreie du die hintere Geisel von vorne. Hol mal zurück. Sehr gut. Ich habe ja die Sniper trotzdem. Da hinten ist noch eine Geisel. Rückzug, ihr Arschlöcher! Warum schreien die denn so? Warum kreischen die hier? Was ist los? Sind wir angegriffen? Bestimmt. Motherfucker.
wir die Zivilisten vor der Latichte rennen. Wie wird? Ausgezeichnet. Meine, die sind zwar auch bewaffnet. Aktionen befeuern den Widerstand. Für mich halt trotzdem Leute. Es ist wie bei David und Goliath. Du inspirierst Ready. Die Leute zur Courage. Warte, ich nicht mal. 1000 Meter. 1000 Meter in die andere Richtung. Ihr habt dafür Kohle? Ich brauch Kohle. Ihr habt keine Kohle? Ach, verdammt. Warum brauchst du eigentlich so viel Kohle? Keine Ahnung. Ich hab doch hier die Flugzeuge gekauft und so. Wie hast du den Truck? Wie hast du den Truck geplündert? Ich hab doch nicht den Truck geplündert, dahinter liegt der. Warum muss ich fahren? Weil ich sonst immer fahre. Du hast mir hier den Spiegel abgefahren. Das ist nicht cool. Ach nee, der steckt im Baum. Was machst du denn? Na, markieren, wo wir hin müssen. Der Treibstoff ist wohl da. Jo. Der hat irgendwie Platten. Halt, da ist ein Silo. Ja, ich kann damit nicht fahren. Hier raus. Auch neues Auto. Hast du das gesehen mit der Pistole? Und wenn die anderen nicht genau hingeguckt haben, dann haben die nicht gesehen, dass du da deinen Sprengstoff hingeworfen hast. Werde ich ihn hier sehen, wovon? Oh, schon wieder so. Willst du mich verarschen? Da kommt noch jeder. Oh oh. Willst du noch mehr? Oh. Alter. Warst du oh. gerade? Ja. Warum müssen wir das hier einnehmen eigentlich? Das war doch ja kein feines Land. Huch. Ich weiß es leider nicht. Hier bräuchten wir den Schlüssel wahrscheinlich irgendwo. Ich glaube nicht. Nö. Schön. Entschuldigung. Ich gebe gerade vor Aufregung gerülpst. Hat man ja nicht so richtig gehört. Zumindest rede ich mir das ein. Ja, ja. gut, das bearbeiten wir nach. Gut. Wir streamen schon wieder über eine Stunde. Wir machen jetzt hier einen ganz kurzen Cut und machen danach nochmal etwas weiter. Wir sehen uns gleich. Bis gleich. Ich gehe mal eine rauchen in der Zeit. Mach mal.